In diesem Video zeige ich dir, wie ich meinen Mixbass bearbeite bzw. welche Plugins ich auf meinen Mixbass in welcher Reihenfolge einsetze. Ganz kurz, um Verwirrung zu vermeiden, der Mixbass hat verschiedene Namen in verschiedenen DAWs und jeder benutzt ein bisschen anders. Wenn ich Mixbass sage, dann meine ich hier diesen Stereo Out, in Logic heißt es nur Stereo Out, durch den alle Spuren am Schluss durchgehen. Manche nennen es Master Fader, manche nennen es Mixbass. Hier in Logic heißt es jetzt wie gesagt nur Stereo Out. In meinem speziellen Fall ist es so, dass der Mixbass sogar der erste Kanalzug ist, in den ich überhaupt ein Plugin reinlade. Ich arbeite nach dem sogenannten Top-Down-Mixing-Prinzip oder auch Backwards-Mixing-Prinzip. Das bedeutet, ich mache hier meine Spuren, mache erst einen groben Grundmix meiner Spuren und du siehst, ich habe hier noch kein einziges Plugin reingeladen in keine Spur. Ich habe lediglich die Levels angepasst, also die Lautstärke der einzelnen Spuren untereinander und ich habe sie im Stereofeld verteilt. Das ist alles, was ich mit den Einzelspuren gemacht habe. Das heißt, ich versuche jetzt durch meine Mixbass-Bearbeitung diesen Grundmix hier so zu verbessern, dass ich es nachher einfacher habe, die Einzelspuren zu bearbeiten, weil ich einfach schon einen besseren Grundmix habe, dass ich im besten Fall auch weniger Plugins brauche, Arbeitsspeicher und Zeit spare. Die Signalkette, die ich dir jetzt gleich zeige, setze ich so oder so ähnlich auf fast allen meinen Mixen ein und in allen meinen Mixprojekten ein, mit kleinen Abweichungen und mit kleinen Unterschieden, aber in der Regel mache ich diese Arbeitsschritte meistens. Hören wir erstmal den Mix ein rein, jetzt ohne alles. Ich habe hier nur einen Limiter drin, um den Mix hier für die Aufnahme insgesamt ein bisschen lauter zu bekommen. Das ist nicht weiter wichtig. Also hören wir mal rein kurz. Okay, also Pop-Rock-Song hier. Und das Erste, was ich mache, ist, dass ich mir jetzt ein EQ reinlade. Beim EQ versuche ich einfach herauszufinden, welche Frequenzen klingen gut und welche Frequenzen klingen nicht so gut. Dann kann ich die, die nicht so gut klingen, leicht absenken, leicht beim Mixbass. Und die, die besser klingen, die ich unterstützen möchte, kann ich leicht anheben. Was ich jetzt hier rausgefunden habe in diesem Fall ist, dass bei um die 500 oder 400 Hertz hat es ein bisschen mumpfig geklungen. Und hier oben habe ich ein bisschen angehoben, um das Top-End ein bisschen zu unterstützen und den Mix im Top-End ein bisschen zu öffnen. Ich schalte ihn einfach mal zu. So, und ich hoffe, du konntest jetzt erkennen, es ist wie gesagt subtil. Also ich habe hier 1,4 dB abgesenkt bei um die 400 und habe hier über einen Shelving-Filter dann 1,4 dB angehoben. Und das sind auch meistens so die dB-Zahlen, bei denen ich mich bewege. So 1 dB, 0,5, 1,5 dB, mehr mache ich meistens nicht. Als nächstes habe ich Greg Wells Mixcentric eingesetzt, also nach dem Equalizer. Und Greg Wells Mixcentric ist so ein 3-in-1-Plugin sozusagen. Was du damit machen kannst oder was dieses Plugin hier auf einmal macht, ist Saturation, ein EQ ist dabei und ein bisschen Kompression. In welcher Form und in welchem Zusammenhang die ganze Sache steht, das siehst du hier nicht. Aber dieses Plugin ist einfach gut, um den Mix aufzuräumen. Du hast hier nur einen Drehregler, den du bedienen kannst und du kannst dann den Output ein bisschen anpassen, weil meistens wird der Mix ein bisschen lauter. Ich kann das auch mal direkt jetzt einfach reinfahren. Ich schalte es mal zu, wenn es läuft wieder. Also dieses Plugin ist sehr gut geeignet für EQ-Aufräumarbeiten. Es ist so ein bisschen, wie wenn man so einen Schleier von dem Mix zieht. Das Ganze wird ein bisschen offener, es ist ein bisschen mehr in den Höhen da. Es ist eine angenehme Saturation und die Sache klingt einfach gleich ein bisschen besser. Ja, ich schalte nochmal aus und dann zu. Klingt die Sache gleich ein bisschen offener, aber auch hier bitte nicht übertreiben.
Was ich dann als nächstes mache, ist eine Bass-Compression. Du kannst du irgendeinen Kompressor nehmen, auch der, der bei dir in der DAW schon drin ist, kannst du benutzen. Ich habe hier den Solid Bass Comp von Native Instruments, irgendeinen Kompressor. Und hier schaue ich, dass ich höchstens 3 dB Kompression nochmal dazugebe, um den Mix zusammenzuschweißen. Man spricht ja auch von Mixglow. Also ich möchte einfach ein klein wenig, ein bisschen einen kompakteren Mix bekommen und vielleicht noch ein bisschen mehr, gerade beim Schlagzeug, ein bisschen mehr Punch reinbekommen. Achte mal hier auf die Bassdrum und die Snare Drum, wenn ich jetzt gleich zuschalte. Hörst du, Bassdrum, Snare Drum kriegen mehr Gewicht, knallen ein bisschen mehr durch und der Mix rückt auch so ein kleines bisschen mehr durch die Kompression, ein bisschen kompakter zusammen. Was ich dann noch mache, ist ein bisschen Tape, also Bandmaschine. Da habe ich hier das Kramer Master Tape von Waves und hier experimentiere ich auch immer so ein bisschen rum. Ich schalte das auch mal zu und dann erkläre ich dir, was ich eingestellt habe. Ich habe hier den Tape Speed, also die Bandgeschwindigkeit von 7,5 IPS gewählt. IPS steht für Inches per Second. Man könnte auch 15 IPS nehmen. Dazu müsste ich jetzt ein bisschen genau darauf eingehen, wie so eine Bandmaschine funktioniert. Grob gesagt kann man sagen, dass du bei 7,5 IPS besser dran bist, also bei der langsameren Bandgeschwindigkeit, wenn du mehr das Low-End betonen willst. Mal ganz grob gesagt. Und ich benutze diese Bandmaschine jetzt hier im Mixbass, um den Mix im Low-End runterzukriegen, um ihn satter zu kriegen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Beschreibung. Ich habe jetzt hier wirklich sehr kleine Bearbeitungsschritte gemacht, die alle insgesamt relativ subtil klingen. Aber was der Unterschied ist, wenn ich jetzt mal alle ausschalte und alle wieder zuschalte, wirst du jetzt gleich hören. Der ist nämlich dann schon signifikant. Das wäre zunächst mal der erste Schritt. Ich mische den Song jetzt soweit fertig erstmal und dann zeige ich dir, was ich danach noch in den Mixbus lade, um den Mix eventuell noch weiter verbessern zu können. Okay, wenn der Mix dann größtenteils fertig ist, dann geht es weiter mit meiner Mixbus-Bearbeitung. Und was ich jetzt hier mache, wenn ich soweit fertig bin und glaube, es klingt alles einigermaßen gut, dann nehme ich mir meistens einen Match-EQ her und lade mir die Frequenzkurve eines professionellen Mixes rein oder eines Mixes eines ähnlichen Genres, das mir gut gefällt, und probiere, ob ich die Frequenzkurve noch so ein bisschen anpassen kann. Und das kann ich euch jetzt auch mal zeigen. Erstmal rausfahren. Also ich denke, mit diesem Magic Q klingt es ein kleines bisschen klarer. Kann man jetzt machen, muss man nicht machen, das ist Geschmackssache. Aber da konnte ich noch ein bisschen mehr rausholen. Diesen Magic Q verwende ich aber nur bis so um die 120 Hertz, weil ich nämlich danach noch meine zweite Geheimwaffe einsetze und das ist Bassroom von Mastering the Mix. Das ist ein Plugin, das hilft dir, dein Low-End unter Kontrolle zu bringen und vergleicht dein Low-End mit dem Low-End auch wieder von professionellen Mixen. Das heißt, ich habe hier Presets, aus denen ich auswählen kann. Und dann kann ich hier über diese Schieberegler, zeigt er mir dann wie die Frequenzbänder ideal eingestellt sein sollten, um meinen Mix an den Bassbereich eines professionellen Mixes anzupassen. Und deswegen habe ich auch hier den Match-EQ hier nur auf 120 Hertz eingesetzt.
Und ab diesen 120 Hertz abwärts setzt dann der Bass Room ein oder ab 180 Hertz, da überschneiden sie sich so ein bisschen. Das machen wir jetzt auch mal an. Hier hörst du jetzt nicht so viel, weil ich offensichtlich fast alles richtig gemacht habe. Was ist hier plus 0,4 bei 180 Hertz, minus 0,9, plus 1,1, plus 1,5. Ja, hier unten, da hören wir es nicht bei 20 Hertz. Da hört man nicht so viel, aber da hörst du jetzt nicht so einen starken Unterschied, weil er da schon relativ zufrieden war mit dem Preset, das ich eingegeben habe. Also habe ich das offensichtlich so weit richtig gemacht. Es kann aber auch sein, dass der Bass Room, so wird es richtig ausgesprochen, dass der es wirklich nochmal rausreißt, wenn in deinem Low End irgendwas überhaupt nicht passt. Zum Beispiel, du mischst einen Hip-Hop-Song und kennst dich mit Hip-Hop nicht so gut aus und lädst dann dieses Plugin rein und schaust dann mal hier irgendwie nach R&B oder Hip-Hop. Dann kann es sein, dass er dir ganz andere Sachen anzeigt und dann musst du stark nachbessern und auf einmal klingt dein Mix wesentlich besser. Also das kann durchaus passieren, aber hier habe ich jetzt soweit zumindest laut dieses Plugins alles richtig gemacht und es passt schon, deswegen hört man hier nicht so einen großen Unterschied. Ganz zum Schluss kommt noch Levels. Das ist auch wieder ein Plugin, das von Mastering the Mix und mit dem kann ich kontrollieren, ob es das kontrolliert automatisch, ob es Probleme im Mix gibt. Ich kann also jetzt hier schauen im Stereofeld, ob ich Phasenprobleme habe. Zum Beispiel, oder ob mein Mix links und rechts ordentlich verteilt ist, ob er sauber in der Mitte liegt oder irgendwie linkslastig ist. Zum Beispiel. Ich kann hier zum Beispiel einfach nur in die Mono-Mitte reinhören, kann auf die linke Seite, auf die rechte Seite hören. Wie gesagt, ob ich Phasenprobleme habe ich jetzt hier nicht gehabt. Ob der Mix links- oder rechtslastig ist, zeigt er mir hier unten an. Und hier gibt es einfach verschiedene Kontrollinstanzen, mit denen du nochmal kontrollieren kannst, ob bei deinem Mix alles passt. Aber natürlich ist dein Ohr, ja, das ist deswegen immer ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Kontrollmietern hier oder solchen Kontrollplugins. Dein Ohr ist immer die letzte Instanz, wenn dein Ohr entscheidet, da stimmt irgendwas nicht, dann richtest du dich bitte immer nach deinem Ohr und nicht nach irgend so einem Plugin, das dir vorschreibt, was du zu tun hast. Aber es ist ganz gut, weil manchmal überhört man im Eifer des Gefechts was und solche Plugins machen dich dann doch darauf aufmerksam, dass du vielleicht hier oder da nochmal drüber schauen solltest. Wenn du dich für diese Plugins interessierst oder für einzelne Plugins, die ich hier vorgestellt habe, dann kannst du dir hier in diese Playlist mal reinschauen, in meine Plugin-Review-Playlist. Da habe ich viele Plugins, die ich hier vorgestellt habe und jetzt nur in aller Kürze habe ich da nochmal sehr genau erklärt. Vielleicht interessiert es dich. Schau einfach mal da rein. Ansonsten hoffe ich, dir hat es gefallen und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Video. Bis dann!